Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire. Wir haben im letzten Mal mitgekriegt, dass eine Frau ziemlich trauert, weil sie auch nicht mitgekriegt hat, dass ihr Mann quasi mal so getan hat, als wäre er gut drauf oder so. Und ja, plötzlich war er dann durch die spanische Grippe gestorben. Unerwarteterweise. Kämpfen die sich eigentlich nicht? Lass mich doch einfach in Ruhe, ich will doch. Erstmal. Autsch. Ich möchte doch nur diesen Typen hier wegkriegen. Danke. So, jetzt bist du dran, mein Kleiner. Bist du doof? Hier ist dein Ziel. Ah, schön. Jetzt haben wir die Priorität bekommen. Wie lange wir prügeln können. Ah, schade, er ist ausgewichen. Oh, im Gegensatz zu uns kann er das. Aha. Das dann will ich einfach weg. Wie wär's? Meine Waffe ist einfach zu schnell für ihn. Das ist so geil. Danke. So. Einfach viel zu schnell für ihn. Haben wir hier auch noch ein Geheimnis? Nee, das war nur eine Art Abkürzung. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil ich da. Ist das der gleiche Weg? Ja, ne? Ja, Mist. Naja, gut. Wir sollten irgendwie der Blutspur folgen, die ich aber irgendwie verloren habe. Wir haben nämlich ein bisschen gekämpft und dann. Nee, gar nicht. Es lag gar nicht am Kämpfen. Wir sind irgendwie genau der falschen Weg lang gegangen. Da haben wir irgendwo eine Blutspur. Ich befürchte nein. Hier ist auch alles falsch. Was zum Henker? Wo war denn? Ich glaube, ich bin sogar in der Nähe. Wo war denn jetzt genau dieses Ding. Genau, hier ist die Blutspur wieder, ne? Oder? Gehen wir einfach mal da lang. Ja, genau. Dann habe ich mich ablenken lassen von der Spur, die hier nach links oben ging. Ich gehe jetzt auch mal nach rechts. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Samuel. So, Samuel. Füllen wir unser Blut auf und machen dich danach kaputt. Na ja, komm her. Wow! Das war krasser Schaden. Muss die Kleider nochmal versorgen. So. Blut verbraucht. Um unser Blut zurück. So. Einfach niederstechen. Ich habe letztes Mal auch irgendwie nur den anderen Typen gesehen und ihn so gar nicht. Und das hier bin ich nach links gelaufen. War vielleicht ein bisschen doof. Tagebuch. Ich kann es leider gerade gar nicht lesen. Schade. Tab. Jetzt. Können wir auch genau scrollen. 12. Oktober. Pfarrer Whittaker ist so rechtschaffend, so voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden. Seine Worte sind alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm all mein Hab und Gut gegeben. Ernsthaft? Meine Kraft, meinen Glauben, mein Vermögen. Und falls das nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftun kann.
Na toll. Ist das jetzt eine Sekte oder was? 17. Oktober. Pfarrer Whittaker hat und ich haben ein verlassenes Haus in der Nähe von St. Mary's aufgesucht. Es war ein schrecklicher und übelriechender Ort. Ratten versuchten den letzten Bewohnern der baufälligen Wohnung die Räume streitig zu machen. Die meisten von ihnen waren krank. Abgrundtief. Schreckliche Gerüche. Im obersten Stock fand Pfarrer Whittaker einen alten Mann, der auf einer schmutzigen Matratze lag und Blut in eine Holzschüssel spuckte. Der geht's wohl nicht ganz so gut. Pfarrer Whittaker kniete vor ihm nieder und betete lange. Dem Mann schien es besser zu gehen. Dann begleiteten wir ihn gemeinsam ins Licht. Ich hab ihn einfach umgebracht, wow. Ich weinte damals und weine auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen. Dennoch nie habe ich eine Seele gesehen, die so erleichtert war, endlich erlöst zu werden. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wünsche mir, ebenso viele Seelen retten zu können wie er. Denn es ist ein wahres Privileg, Zeuge solcher Wunder zu werden. Die haben einfach nur einen Typen getötet. 19. Oktober. Heute Nacht waren wir in den Hurenhäusern am Kanal. Haben wir überhaupt schon mal ein Hurenhaus gesehen, außer die auf der Straße, die Olle? Keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich hatte große Angst. Jezebel, über den Weg zu laufen. Aber die Gebäude waren schon lange verlassen. Pfarrer Whittaker erklärte, dass Huren und Infektionen einander anziehen. Ihre Kunden es aber schnell mit der Angst zu tun bekommen, wenn das Wort Krankheit fällt. Im letzten Bordell stießen wir auf zwei kranke Frauen, die sich in sündiger Weise unter schmutzigen Decken die Schlafstätte teilten. Wieder war der Gestank furchtbar. Ehe Pfarrer Whittaker niederkniete, um für diese beiden verlorenen Seelen zu beten, erklärte er, dass dies sei der Geruch des Satans und der Krankheit. Die Frauen waren so gebrechlich und krank, dass sie sich nicht bewegen konnten. Als ich das Benzin auf die Decken schüttete. Waren so über hier im Krankenhaus wegen können. Achso, ja gut. Nun sind ihre Seelen geläutert und gereinigt. Die bringen einfach irgendwelche Leute um. So kann man aber natürlich auch die Krankheit bekämpfen. Alle Infizierten einfach umbringen. 21. Oktober. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen heiligen Mann verhöhnt. Er verdient mehr Hilfe und Unterstützung. Aber wie... alle waren Propheten. Ach, wie alle waren Propheten. Ist er allein. Er bedarf mehr Unterstützung seiner Anhänger. Er braucht Liebe und Liebesbeweise. Morgen gehe ich zurück zum Friedhof und grabe weitere Reichtümer für ihn aus. Die Toten haben keine Verwendung für weltliche Dinge. Aber Pfarrer Whittaker und ich müssen schließlich etwas essen. 27. Oktober. Heute Nacht war es zum ersten Mal an mir, die Runde zu bestimmen. Ich entschied mich, dorthin zurückzukehren, wo wir vor 10 Tagen waren, um nachzusehen, ob noch mehr Seelen befreit werden müssten. Vor 10 Tagen, das war der 17. Wo waren sie da? Fabrik und ich verlassen Hauses St. Mary's aussuchen. Ah, okay. Das war, glaube ich, der erste Tod, ne? Vor 10 Tagen waren, um nachzusehen, ob noch mehr Seelen befreit werden müssen. Pfarrer Whittaker befürwortete meine Entscheidung, denn wie er erklärte, sei das Werk des guten Mannes niemals vollendet und der Satan schlafe nie. Außerdem sagte er, dass er mir vielleicht bald wichtige Missionen und Aufgaben anvertraut, wenn ich weiter so viel Eifer zeige. Ich kann es kaum erwarten. Heute Nacht wurden 3 weitere Seelen von aller Verderbnis gereinigt. Es soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wage zu sagen, dass wir auf dem Weg zu wahrer Herrlichkeit sind. Ihr seid vielleicht ein bisschen verblendet, würde ich eher sagen. Muss ich das irgendwann verkaufen, oder? Also langsam ist ganz schön voll. Naja, gut. Vielleicht kann man irgendwann scrollen. Komm mal her. I have Hunger. Thirst for blood. Ah, Moment. Danke. Waren wir auch noch nicht drin? Ne? Jedenfalls wüsste ich nicht, dass wir hier drin waren. Schrei mich doch nicht so an. Unglaublich, was sich einbildet. So.
Da sind wir reingekommen. Was können wir hier noch finden? Da kommen wir nicht durch. Ah, hier sind wir jetzt bei den komischen zerstörten Gebäuden. Hier können wir leider nichts mehr machen. Hier nochmal. Ah, Moment, da können wir rüber. Und machen wir es doch einfach mal. Sonst wären wir hier nicht reingekommen. Okay. Was haben wir noch? Das ist Munition, das ist das. Hier haben wir noch eine Kiste. Schlafen möchte ich eigentlich noch nicht. Keep out. Was haben wir hier? Locked, all right. Okay, aber hier können wir raus, oder? Ja. Ja, perfekt. War das beim letzten Mal verschlossen, als wir hier waren? Wenn man zu langsam ist, oder? Ich mag dieses Messerchen. Wow. Unsere Ausdauer ist immer noch zu gering, um durchgehend drauf zu halten. Aber macht nichts. Lädt sich ja relativ vernünftig wieder auf. So. Hast du hier was verloren? Jawohl. Konnten wir von hier aus jemals da hoch? Wahrscheinlich ja. Aber wir haben es nicht gesehen. Kann auch sein. So. Haben wir hier denn noch irgendwas Cooles? Wir können da unten wieder rein. Das möchte ich aber gerade nicht. Aha. Eine Abkürzung geschaffen. Hier können wir auch wieder rein. Wow. Ne. Ich dachte, da wäre was. Ach, ist doch gut, Junge. Muss ich dich denn immer wieder aufstützen? Oder euch alle? Wow. Ach nee, das ist wieder so eine Tussi. Ist ja gut. Okay, jetzt beißt du mich nicht so nervig wie er. Toll. Oh, das wird knapp. Ja, ja, komm, Heilung. Danke. Okay, sie beißt mich doch. Na, ah, ihr seid doch nervig. Komm mal her. Ich will die Olle erstmal loswerden. Die Frau ist schlimmer als der Typ. Nein, 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 nein. Auf mich anzugreifen. Sie versteckt euch immer beide. Autsch. Ich hab vergessen, dass sie explodiert. So langsam wird mir das echt zu viel hier. Ja, ja, komm. Ich heile mich so lange. Ist das dein Ernst? Wir kriegen immer Priorität. Ah, das nervt. So, bleib mal liegen. Leider muss ich ihn nochmal aussaugen, weil wir haben echt viel Blut verbraucht. Manu. Als du allein bist, geht das eigentlich. Ah, diesmal hat das sogar funktioniert. So, komm mal her. Geht doch. Meine Güte, das hat gedauert. So, sehr schön. Ich soll aber 200 Meter in die Richtung. Ich guck mal kurz. Irgendwie bin ich fertig, ich muss umdrehen. Da lang ist, glaube ich, der richtige Weg, ne? Genau, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann da über die Brücke und dann da hinten Whitechapel.
Gut, 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 gut. Ach, dieses Rumgefuchtel mit deiner Fackel. Ja, toll. Ausdauer. Gerade für den letzten Schlag, weißt du? Nein, daneben. Autsch. Voll ins Gesicht geschossen. Nein. So, komm mal her. So, erstmal ein bisschen bearbeiten den Mann. Mich zu beschießen, Junge. Beschieß dich auch nicht. Ich saug dich nur aus, das ist ein Unterschied. So. Mann, 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 Mann. Das sind immer echt anstrengende Leute hier. Ich will doch einfach nur vorbeilaufen. Ist das denn verboten? Nee, brauche ich gerade nicht. So, rechts oder links? Rechts. Ah, hier bin ich. Alles klar. Habe ich gerade so nicht erkannt. Auf direktem Weg. So, jetzt genau. Brücke passt. Viel zu lange Laufwege. Aber naja, was soll man machen? Genau, und dann da hoch. Ich muss sagen, der Ort ist nicht ganz so groß. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben ja ein Gebiet noch gar nicht gehabt. Ist das ein scheiß Ernst? So, wir sind auf jeden Fall im Gebiet. Wir suchen jetzt den Heini. Wie heißt der nochmal? Pfarrer Whittaker. Der Pfarrer war eigentlich bei der Kirche. Hier, du warst das, ne? Whittaker, genau. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So. Jetzt überspringe ich kurz. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Gestehen Sie Ihre Verbrechen. Machen wir erstmal das. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Ich schätze, Sie nutzen Ihre Mühe aus, um zu töten. Sie sind. You are just another heartless murderer. Exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias?
What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Naja. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? I sent... You sent... Aha, gut, dann haben wir alles. Wir haben alles von ihm, was wir brauchen, auszusagen. Außer die Stufe. Schade, schade. Na gut, was haben wir sonst noch? Hier haben wir nur noch... Okay, das haben wir versaut, das wussten wir aber auch. Das haben wir auch versaut. Ja gut, der war tot, ne? Vergeltung. Nun machen wir das geheimes Fenster. Finde jemanden, der Blindenschrift lesen kann. 1 von 4. Okay. Even now he judges your words and actions. Finde jemanden, der Blindenschrift lesen kann. 1 von 4. Wo soll denn das sein? Da hinten. Da lang? Vorne links und am Ende rechts. Mit euch möchte ich gerade gar nicht reden. Es kommen nur noch mehr Aufträge. So. Irgendwas Neues? Nö. Hätten sie ruhig wegmachen können, jetzt wo die Frau von uns getötet wurde. Whitechapel Old Road. So. Ja. Was ist er denn für einer? Hat er einen Säbel? Er ist ein Vampir. Jetzt gehen die wirklich auf Jagd auf uns. Krass. Hier ein Flop. Autsch. Na komm. This is my territory. Komm mal her. Dein Blut können wir auch noch gebrauchen. Ah, Mist. Give me your blood. Hör auf damit! Er hat die gleichen Fähigkeiten wie wir, ey. Das ist schon... Das Einzige, was er nicht ab kann, ist dieses... Stoppen. Darin ist er echt nicht gut. Ist gerade geheilt? Kleiner, dummer Drecksack. Wow. Na gut. Jetzt fallen ja aber Geschütze auf hier, muss ich sagen. Cool, cool, cool. Liegt hier was? Nee. Blindenschrift lesen.
hallo. So. Autsch. Autsch. Ich meine, du hältst zwar gut was aus, aber wieder eben, so gut bist du nicht. Autsch. Er macht auch keine tiefen Wunden, dass es sich nicht regenerieren könnte. Von daher eigentlich ganz gut für uns. Zack, zack, zack. Ja, boxt uns nur ein bisschen. So. Danke. Dann würde ich aber sagen, suchen wir den Typen, der Blindenschrift lesen kann, beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin dann. Ciao.